Befindet sich unser Universum innerhalb eines weißen Lochs? Dafür gibt es starke Hinweise und wir schauen uns das in diesem Video mal an. Aber Achtung, das wird eine wilde Achterbahnfahrt durch Raum und Zeit. Also gut anschnallen. Wenn es euch gefällt, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und einen Kommentar. Denn das bringt den YouTube-Algorithmus dazu, dieses Video noch mehr Menschen anzuzeigen. Vielen Dank, Leute, und herzlich willkommen. Heute bringen wir mal wieder unsere Köpfe zum Brummen und starten mit der größten Frage von allen. Wie ist eigentlich das Universum entstanden? Woher kommt all das hier? Und wie konnte es zu dem überaus seltsamen Umstand kommen, dass wir jetzt hier stehen und uns Gedanken über den rätselhaften Kosmos machen können? Kurzer Rückblick auf das, was bisher geschah. Unser Universum existiert nach der Ansicht der meisten Astrophysiker seit knapp 13,8 Milliarden Jahren. Der Anfangspunkt war nach herrschender Meinung der Urknall, ein Akt der Selbstschöpfung des Kosmos. All die Energie und Materie, die heute in Form von Planeten, Nebeln, Sternen, charmanten YouTubern und so weiter durch das All fliegt, war in einem winzigen Punkt zusammengequetscht, einer Singularität. Aus ominösen Gründen begann dieser Punkt dann zu wachsen und zu wachsen bis heute. Und heute hat der Weltraum natürlich gigantische Ausmaße erreicht und ist gefüllt mit Milliarden, wenn nicht Billionen Galaxien. Und er dehnt sich immer noch aus. Die allermeisten Galaxien bewegen sich in diesem Moment von uns weg. Das ist der kosmologische Stand der Dinge, ganz grob zusammengefasst. Da könnte man ja jetzt eine sehr berechtigte Frage stellen. Warum? Die meisten Astrophysiker sagen, einfach so. Das Universum ist aus dem Nichts entstanden und vor dem Universum war demnach eben einfach nichts. Es gibt aber auch viele andere Hypothesen, unter anderem, dass sich unser Universum in einem schwarzen Loch befindet. Heute stelle ich euch mal eine ähnliche Idee vor, die aber ein bisschen in eine andere Richtung geht und die ich sehr spannend finde. Und zwar, dass unser Universum das Produkt eines weißen Lochs ist. Dafür müssen wir aber erstmal klären, was ein weißes Loch überhaupt ist. Ihr könnt euch das Ganze ein wenig so vorstellen wie das Gegenstück zu einem schwarzen Loch. Ganz vereinfacht gesprochen, schwarze Löcher ziehen Dinge an, weiße Löcher spucken Dinge aus. Während hinter dem Ereignishorizont eines schwarzen Lochs keine Kraft der Physik mehr entkommen kann, noch nicht mal mehr das Licht, könnte den Ereignishorizont eines weißen Lochs keine Kraft der Physik von außen überwinden. Also man käme gar nicht rein. Es wäre vermutlich so, als würdet ihr andauernd versuchen, auf eine Hüpfburg zu gelangen, aber würdet bei jedem Versuch wieder nach draußen bouncen. Und wenn man diese Idee weiterspinnt, könnte jedes schwarze Loch mit einem weißen Loch verbunden sein. Diese Verbindung, dieser Raumzeittunnel, wäre dann eine Einstein-Rosenbrücke oder umgangssprachlich auch ein Wurmloch. Wer sich fahrlässigerweise in ein schwarzes Loch einsaugen lässt, könnte also ganz woanders im Universum aus einem weißen Loch ausgespuckt werden. Das ist aber alles nur Theorie, denn der praktische Beweis für die Existenz weißer Löcher steht noch aus. Man hat also noch keins in freier Wildbahn gefunden. Aber sie sind im Rahmen von Albert Einsteins berühmten Feldgleichungen möglich. Durch deren Lösung konnte man immerhin auch schon die Existenz schwarzer Löcher theoretisch vorhersagen, lange bevor man dann wirklich das erste Bild eines schwarzen Lochs machen konnte. Bisher hatte Albert Einstein eigentlich noch mit allem recht und deswegen könnte man argumentieren, dass auch weiße Löcher existieren, wir sie aber einfach wegen mangelhafter technischer Mittel noch nicht entdeckt haben. Und ein weiteres Argument für die Existenz weißer Löcher ist das sogenannte Informationsparadoxon. Wenn etwas hinter dem Ereignishorizont eines schwarzen Lochs verschwindet und dann letztlich Teil der Singularität wird, gehen die Informationen des Verschluckten etwas verloren. Denn das Innere eines schwarzen Lochs besitzt keine Informationen mehr, außer die Masse, die elektrische Ladung und den Drehimpuls. Mehr Daten kann man über ein schwarzes Loch nicht erheben. Der berühmte Physiker John Wheeler beschrieb das etwas seltsam mit dem Satz: Schwarze Löcher haben keine Haare. Also quasi nichts, anhand dessen man sie beschreiben könnte. Sehr seltsam formuliert. Allerdings gibt es einen quantenphysikalischen Grundsatz, der besagt, dass Informationen nicht verloren gehen können. Das Postulat der Unitarität der Zeitentwicklung. Was? Einfacher formuliert, gemäß der Quantenphysik können Informationen nicht unwiederbringlich verloren gehen. In einem schwarzen Loch scheint aber genau dies zu geschehen. Paradox. Die Lösung für dieses Informationsparadoxon könnten, richtig, weiße Löcher sein. Die Informationen gehen vielleicht gar nicht verloren, versteckt vor unseren neugierigen Blicken werden sie einfach irgendwo anders aus einem weißen Loch wieder herausgerülpst. Dieser Rülpser diente nur der Wissenschaft.
Ich habe übrigens gerade passenderweise ein Crowdfunding gestartet, in dem ich versuche, 500 Plüschschwarze Löcher zu finanzieren. Ich habe das Design selbst entworfen und das Besondere ist, das Plüschschwarze Loch lässt sich in ein weißes Loch umkrempeln. Super cool. Nur wenn genügend Leute mitmachen, kann ich das Projekt realisieren. Also würde ich mich freuen, wenn ihr euch euer ganz eigenes Schwerkraftmonster nach Hause holt. Wie auch immer, ließe sich dieses Prinzip der schwarzen-weißen Lochbeziehung nicht auch perfekt auf das gesamte Universum übertragen? Der Physiker Hal Haggard hält das für sehr gut möglich und sagt, warum sollte man nicht untersuchen, ob weiße Löcher derart interessante Konsequenzen haben? Die Geometrie ist in beiden Fällen sehr ähnlich. Das geht sogar so weit, dass sie manchmal mathematisch identisch sind. Der Anknüpfungspunkt ist die Singularität. Sowohl im Zentrum von schwarzen Löchern wie auch von weißen Löchern befindet sich eine Singularität. Und auch unser Universum begann in einer Singularität. Könnte unser Universum also aus einem weißen Loch geboren sein, dessen Singularität quasi ein Universumsamen war und aus dem alles nun seit Milliarden Jahren wie ein zartes Pflänzlein erblüht? Um das noch besser zu verstehen, müssen wir uns etwas in dem Bereich der Quantenphysik bewegen, also dem ominösen Teil der Physik, der sich mit den allerkleinsten Elementarteilchen befasst. Bei Singularitäten versagen nämlich die Prinzipien der klassischen Physik so ein bisschen, da ein unendlich kleiner, unendlich verdichteter Punkt nicht wirklich möglich oder beschreibbar ist. Einige Quantentheorien quantifizieren daher die Raumzeit und postulieren eine Quantentheorie der Schwerkraft. Sie kommen zu dem Schluss, dass die Sichtweise der klassischen Physik auf schwarze Löcher und Co. unvollständig ist. Nach der Theorie der Schleifenquantengravitation haben die Grundbausteine der Raumzeit die Form von extrem kleinen Schleifen, Quantenschleifen. Und diese Schleifen haben eine endliche, also beschreibbare Größe, stünden also im Einklang mit der Physik. Stellen wir uns mal einen sehr, sehr schweren Stern vor, der kurz vor dem Kollaps steht. Das heißt, er endet in einer Hypernova und verdichtet seine Restmasse derart, dass ein schwarzes Loch entsteht. Gemäß der Quantenschleifentheorie kann diese Zusammenquetschung des Sterns nicht bis zum Punkt der Singularität, also dem Punkt der unendlichen Dichte, reichen. Stattdessen würde der Stern, bevor er den Punkt der Singularität erreicht, einen Quantensprung erleben. Ab einem gewissen Druck, der auf die Restmasse des Sterns drückt, verwandelt sich das schwarze Loch in ein weißes Loch. Dieser Prozess der Umwandlung eines schwarzen Lochs in ein weißes Loch würde nur Bruchteile einer Sekunde dauern. Und genau dieser Schleifenquantensprung eines sterbenden Sterns könnte doch der Startpunkt eines neuen Universums sein. Unser Universum könnte entstanden sein, indem irgendwo anders in einem Mutteruniversum ein sehr schweres Objekt kollabiert ist und durch einen Quantensprung ein weißes Loch erschaffen wurde. Durch einen kosmischen Rülpser, um diesen Fachterminus mal weiterzuverwenden, wurde schließlich die gesamte Masse und Energie über den Ereignishorizont des weißen Lochs geschleudert und unser Universum erblickte das Licht der Welt. Der Physiker Lee Smolins machte diese Theorie populär und er beschreibt es so. Ein Stern, der zu einem schwarzen Loch kollabiert, wird sehr schnell auf eine unendliche Dichte zusammengedrückt und die Zeit bleibt stehen. Anstatt auf eine unendliche Dichte zu kollabieren, kollabiert der Stern auf eine bestimmte extreme Dichte, prallt dann zurück und beginnt wieder zu expandieren. Der Punkt, an dem die Zeit im Inneren eines schwarzen Lochs endet, wird mit dem Punkt verbunden, an dem die Zeit in einem Urknall in einem neuen Universum beginnt. Jetzt würde mich eure Meinung interessieren. Befindet sich unser Universum innerhalb eines weißen Lochs, beziehungsweise ist es aus einem solchen entstanden? Falls nein, was war dann die Ursache für den Urknall? Schreibt mir eure Ideen in die Kommentare. Ich versuche, auf so viele wie möglich zu antworten. Versprochen. Ich gebe zu, das war ganz schön harte Kost, aber ich finde es unfassbar faszinierend, sich mit diesen ganz großen Fragen der Herkunft des Kosmos zu beschäftigen. Wenn euch das auch so geht, dann habe ich noch was für euch. Aus Daten des Hubble-Teleskops geht hervor, dass mit unserem Universum etwas ganz und gar nicht stimmt. Und die Astrophysiker sind ziemlich ratlos. Um alles über dieses spannende Thema zu erfahren, klickt unbedingt mal auf das angezeigte Video und vergesst nicht, mein Crowdfunding zu unterstützen und holt euch euer ganz eigenes plüschschwarzes Loch nach Hause. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute!